Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute von Siperia das Krake NTM Ekeri Tandem Add-on für den Scania Next Generation. Also wie ihr hier schon sehen könnt, fehlt beim Scania hier schon der Spoiler. Okay, kann man gut erkennen. Das liegt halt an dem Mod. Und ich zeige das euch jetzt hier mal. Ne? Da haben wir jetzt schon mal das komplette Aufbau dafür. Oder das Chassis dafür. Ne? Mit Liftachse. Und gibt es jetzt auch in neuer Variante hier mit Liftachse hier und da und 8x4 und hast nicht gesehen. Also gibt es in verschiedenen Varianten. Könnt ihr euch dann halt aussuchen, was ihr da wollt. Ne? Dann gehen wir auch gleich weiter. Gucken wir doch mal hier. Hier sind die Fulltime. Also man muss sich das jetzt hier ein bisschen zurecht friemeln erstmal hier, dass man alles hat, was man braucht. Genauso hier mit den Verkleidungen. Muss man gucken, da gibt es natürlich auch in mit Schmutzfänger hier, mit kleinen NTM Ekeri kann also alles mögliche von NTM Ekeri, ne? Oder Paint gibt es auch von Parlock, gibt es auch welche, die haben aber auch welche, ja genau, das sind auch welche direkt. Sogar mit Scania, aber hier für die Textur, aha, gut, hier fehlt eine Textur, gibt es auch in langer Variante jetzt hier schon, gab es vorher noch nicht, da gibt es eine Menge. Meine Fresse, da gibt es ja wirklich viel. Da gibt es ganz schön viel hier. Guck dir das mal an hier. Aber da ich meinen Radstand nicht so mag, nehme ich lieber den hier. So. Wo ist er denn? Zack. Und dann schauen wir, dass wir das NTM-Chassis dann kriegen. Ne? So. Hinten am Heck haben wir dann hier. Kann man das erkennen? Nee, kann man nicht erkennen. Oh, ein bisschen kann man es erkennen, glaube ich. Nee, kann man nicht erkennen. Müssen wir dann mal gucken. Hier gibt es halt dementsprechend die die jeweiligen ja, Rückleuchten dazu. Entweder das Ekeri Frame mit den weißen Rückleuchten oder halt dann mit den normalen halt, wie man es hier sehen kann, oder halt den Original Streamline NTM Frame Rückleuchten. Ne? Da kann man es ein bisschen erkennen. Oder halt so. Dann haben wir hier mit auch mit Liftachse haben wir natürlich auch. Mit Liftachse sage ich schon, mit dieser Hebebühne hier. Das ist rechts. Dann haben wir auf der anderen Seite, da kommen wir jetzt wieder nicht hin. Ne? Ich brauche mal die andere Kameraperspektive hier in dem Raum hier. Also, zack. Linke Seite. So. Da gehen halt dann nur diese Rückleuchten. Die original NTM. Da sind wir aber schon richtig unterwegs. So, da gibt es hier noch diverse Aufbauten, so Verkleidung und so Zeugs. Und dann kommen wir hier auch schon zu den nächsten Boxen. Ich zeige euch dann auch dementsprechend, was ihr da alles braucht. Ne, nee, das lassen wir mal weg. Ekeri, wir sind jetzt, also da gibt es wirklich viel hier von der Verkleidung her, sieht man hier schon. Auch auf der anderen Seite. Aber wir sind ja jetzt NTM. Da sind wir NTM. Kann man es hier gut erkennen. Ja, auch mit so Boxen mit dabei. Auch hinten am Heck gibt es dann noch separate welche. Extra Box, da sind sie. Die nehmen wir jetzt einfach. Hier gibt es also gibt's ja noch en masse, gibt es ja hier noch Sachen. Verkleidung und Kunterbund und hier gibt es wirklich alles. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ne? Ich will das eigentlich hier nicht verändern. Hier, wo ist mein Extra Box? Oh, nee, hier will ich auch nicht. Na, wo ist sie denn jetzt hier? Extra Box. So. Nehmen wir die. Die Seitenverkleidung dran. Aber dann ist natürlich hin jetzt die Dinge wieder weg. Mann, 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 Mann. Herrlich. Also gibt es wirklich sämtliche Varianten. Da kannst du hier totklicken, bis du das Richtige zu gefunden hast. Was einem halt gefällt, ne? Aber wir nehmen jetzt mit extra Boxen. Obwohl mir das hier eigentlich nicht so gefällt. Irgendwie finde ich das doof hier. Da fällt mir das von Ekeri fast ein bisschen besser. Dieses Paint. Hm. Gibt es nicht noch eine andere Verkleidung? Da war doch mal eine andere da. Können die von Ekeri nehmen? Ist ein, im Prinzip ist es ja Bockwurst, ne? Ich setze erstmal rein hier zum. So. Ist ja wurscht. Ihr wisst, ihr habt gesehen, was man hier alles machen kann. Es ist eine Menge. Jetzt kommen wir zu den Aufbauten, die sind hier. Zack, da haben wir schon die Ekeri Box. Gibt es auch in der 4,40 m Variante und halt dann euch farbig.
von LKW-Farbe halt, ne? Bodypaint oder Truckpaint, wie es jetzt hier steht. Gibt es auch als Kühler. Sieht dann so aus. Und dann hier halt die, meiner Meinung nach, die richtige Höhe halt, ne? Gibt es halt auch dann in Weiß. So, dann gibt es hier noch die Kraker Box. Die NTM Box gibt es dann auch als Kühlvariante hier, wie man sehen kann. Schön. Die gibt es dann hier. Kann man übrigens hier auch noch das Kühlaggregat abändern, ne? Wer es noch nicht weiß, hier das uralte Ding hier. Alte Schüssel. Also gibt es eigentlich alles. Ne? Sieht ja schon mal ganz hübsch aus. Und dann könnt ihr dann hier. Mal schauen, oder richtige, ob wir hier Spoiler mit dabei haben. Haben wir Spoiler mit dabei? Muss man halt dann schauen, dass man den richtigen Spoiler erwischt. Wir haben einen kurzen mit dabei. Das ist auch falsch. Das wäre jetzt hier in dem Fall der richtige Spoiler, der hier ein bisschen hochgeht und hier oben sich ein bisschen ausschneidet, ne? Muss man halt dementsprechend schauen, welche Box das man drauf hat. Wir sind jetzt hier bei der Eckerie, dann nehmen wir die hier. Und dann gucken wir uns die Spoiler nochmal an. Und dann kann man es nochmal genauer erkennen. Also, entweder so, wo es ein bisschen zu hoch ist. Dann würde ich sagen, dann würde das hier schon eher passen. Nee, passt auch noch nicht, ne? Kurzvariante, Short-Variante, das ist richtig. Hier geht es sogar noch ein bisschen hoch. Hier noch ein bisschen in die Höhe, das sieht aber komisch aus. Also, wie schon gesagt, ihr seht, man gibt hier sämtliche Varianten, wie man sich das hier abändern kann. Und ja, sieht auf alle Fälle ganz, ganz cool aus. Zeige ich euch das noch mal im Trailer. Ich hoffe, dass hier auch das alles funktioniert. Gut aussehen tut es auf alle Male schon mal. Also hier sind dann die Trailerkabel mit auch animiert. Klappt und läuft. Ich habe jetzt hier, falls ihr seht, ich habe jetzt hier ein NTM Trailerpack mit dabei. Gibt es aber auch ein Eckery und das von Kraker gibt es auch noch, ne? Gibt es die diversen. So, ich habe unten in der Beschreibung den Link nochmal reinsetzen. Dann könnt ihr euch das passende Trailerpack runterladen, was ihr halt hier haben wollt. Ihr könnt natürlich alle runterladen, klar. Dann habt ihr alle zusammen. Das könnt ihr euch halt dann aussuchen. Ich habe jetzt nur zum Test jetzt hier mal das NTM-Paket genommen, wie ihr jetzt sehen könnt, ne? Am Trailer. So, kommen wir kurz zum Fazit. Also wir haben jetzt hier dieses Add-on von Siberia, der hat uns das jetzt hier zur Verfügung gestellt, damit wir auch dieses NTM Eckery und Kraker Add-on, das gibt es auch schon für die sämtliche anderen LKWs, für den DAF 50K und für den Volvo FH von Eugene und. Auch für den Scania von RJL, dafür gibt es den auch schon. Und der ist jetzt wieder neu geupdatet worden für die neue ETS2-Version, allein schon wegen dem Trailerkabel. Und ja, läuft jetzt hier natürlich wieder wie Sahne. Könnt ihr euch da praktisch dementsprechend so zurecht friemeln, wie ihr das wollt, ne? Dementsprechend das richtige, ja, richtige Chassis hin drauf. Und halt dann den richtigen Trailer. Die ganzen Links dazu, alles unten in der Beschreibung. Dann müsst ihr da nicht lange suchen im Forum oder so. Da ist eigentlich alles mit dabei. Da könnt ihr euch dann das passende raussuchen, ne? Genau. Das war es im Prinzip auch schon. Sonst gibt es hier nichts hinzuzufügen. Läuft, wie
wie schon gesagt, wie geschmiert auf der neuen ITS2 Version 1.31. Dann lasst einen Däumling dafür da und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Add-on. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, bis bald, macht's gut und tschüss.